Wir sind hier in Marayur, in Kerala, in Indien. Und ich stehe hier vor einer stark beschützten Wald, ein Wald von Sandelholzbäumen. Und dieses ist ein kleines Sandelholzbäumchen, 5 Jahre alt. Sandelholzbäume wachsen sehr langsam. Unterdessen ist diese Pflanze stark geschützt von der indischen Regierung, weil sie fast am Aussterben war. Sandelholz hat eine ganz, ganz lange Geschichte, sowohl im Hinduismus, im Buddhismus. Man hat es jeher für die Zeremonien und die religiösen Rituale gebraucht. Es spielt auch eine starke Rolle in der ayurvedischen Medizin. Man sagt, es besänftigt die Bio-Energien Vata und Pitta, die oft verantwortlich sind für emotionale und mentale Störungen, für Leiden wie Wut und Aggressionen und Ängste. Sandelholz gibt uns auch ein außergewöhnliches ätherisches Öl, Santalum album, das reich an Sesquiterpenolen und Sesquiterpenen ist. Das heißt immunstimulierend und immunmodulierend. Es baut unsere ganze Abwehrkräfte wieder auf und beschützt diese. Es hat aber auch ganz, ganz starke entzündungshemmende Wirkungen und schmerzstillend. Deshalb ist es eines der besten ätherischen Öle, die man einsetzen kann bei Entzündungen, zum Beispiel der Harnwege, die auch sehr schmerzhaft sind, Prostatitis, Blasenentzündung, Nierensteine oder schmerzende Gelenke, Rheuma. Es ist auch ein extrem wirksames ätherisches Öl oder das Hydrolat, das Wasser davon, bei Kreislaufstörungen, Varizen, Hämorrhoiden, Kyphose, Herzrhythmusstörungen. Es wirkt auch sehr oft bei Dermatosen, Hautreizungen, Juckreiz, Entzündungen der Haut, Infektionen der Haut. Es besänftigt, kühlt und reinigt gleichzeitig. Es ist ebenfalls ein sehr sinnliches Öl, das den mentalen Bereich ein wenig stilllegt. Man überlegt nicht mehr so viel. Man lässt sich gehen. Deshalb ist es auch sehr schön, das gemischt mit Jasmin zum Beispiel, Rose, Ylang Ylang, in einem sinnlichen Massageöl für die Momente zu zweit, für die Romantik. Damit wir weniger kopfbetont sind, sondern mehr unseren Körper spülen können und uns gehen lassen können. Es ist ein extrem wirksames und sehr, sehr wertvolles ätherisches Öl. Rar und deshalb umso mehr schulden wir ihm Respekt und Liebe. Aber wir sollten es uns gönnen, da es uns hilft zu wachsen, Abstand zu nehmen und uns besser zu fühlen. Wir können der Natur Danke sagen, dass sie uns dieses Geschenk weiterhin gibt, auch wenn es sehr wertvoll geworden ist. Es ist nach wie vor ein Rolls-Royce der Aromatherapie. Bis bald.